Aber du weißt, er ist stark. Kein Sterblicher kann dieser Falle entkommen. Für Dan Cross beginnt die große Reise in die Dunkelheit. Und so begann eines der gefährlichsten Abenteuer, das ich wohl je zu bestehen hatte. Die Einladung meines Freundes Steve Kelly zu einer Kreuzfahrt durch die Sargasso-See hatte ich gerne angenommen. Und Ataxa, meine, sagen wir, ständige Begleiterin, ging natürlich mit an Bord der Santa Maria. Willkommen an Bord, Mr. Cross. Ich bin Ihr Kapitän. Mein Name ist Brett McTallum. Entschuldigen Sie, Miss. Ataxa. Oh ja, natürlich. Miss Ataxa, herzlich willkommen auf der Santa Maria. Darf ich Ihnen zuerst die Mitreisenden vorstellen? Okay. Sagen Sie, ist Steve schon da? Mr. Kelly hat uns gestern angefunkt. Er ist leider in Geschäften dringend verhindert und wird erst in Haiti zusteigen. Oh. Aber er sagte mir doch... Ja, aber Sie kennen ihn doch. Sehr seltsam. Er lädt dich ein und dann ist er nicht da. Tja, wieder mal typisch Steve. Hallo. Das ist also der berühmte Dan Cross. Manager, Playboy und Macher in einem und bester Freund von Steve Kelly. Übrigens, alle Freunde von Steve sind auch meine Freunde. Mein Name ist Alain de Bressac. Der Einfachheit halber sollten wir uns aber duzen. Das ist auf Deck so üblich. Also, dann, ich heiße Alain. Okay. Also, Alain, ich heiße Dan und das hier ist meine Begleiterin Ataxa. Hallo, Ataxa. Madame? So, darf ich Ihnen jetzt Ihre Kajüte zeigen? Sagen Sie, wer ist denn das? Ach, das ist Karuma. Er ist taubstumm und er hilft hier auf Deck. Dan, er ist unheimlich. Jetzt geht das wieder los. So, hier ist Ihre Kabine. Hey, ist das nobel. Aber die Betten sind mir ein wenig zu weit auseinander. Dinner ist um 8 Uhr. Viel Spaß noch an Bord. Vielen Dank, Mr. McTallum. Dan, irgendetwas stimmt hier nicht. Zuerst ist Steve nicht da, dann diese seltsame Crew. Komm, noch können wir von Bord. Jetzt nicht schon wieder, Ataxa. Ich weiß, dass du nach unserem Mexiko-Abenteuer ganz schön angekratzt bist, aber erstens... sind wir hier auf Steves Schiff und wir haben alles dabei. Das Sonnenkreuz ist eine Art Lebensversicherung und wer sollte uns hier überhaupt vermuten? Ich weiß auch nicht, aber ich habe so ein seltsames Gefühl. Bald hatte sich Ataxa aber wieder beruhigt und das Abendessen verlief mit Ausnahme der Spitzen, die sich Ataxa und Alain zuwarfen, recht harmonisch. Unser Kapitän erwies sich auch als prachtvoller Plauderer und natürlich war auch ein wenig Alkohol im Spiel, als ich mit Alain gegen Mitternacht an Deck stand, wohlwissend, dass Ataxa schon schlafen gegangen war. Nun, dann, wie gefällt dir unser Trip? Herrlich, diese Ruhe. Sag mal, findest du nicht auch, dass dein Kleid etwas zu hoch geknöpft ist? Komm mal zu mir. Dan. Ehrlich gesagt, ich habe auf diesen Moment schon die ganze Zeit gewartet. Dan. Ah, du kleine Wildkatze. Beißen sollst du mich natürlich nicht. Ataxa ist ja schließlich nicht blind. Apropos blind.
Sollten wir nicht lieber in deine Kapelle gehen? So ein Zufall. Im Moment hatte ich die gleiche Idee. Dan! Wo kommst du denn so spät noch her? Ach, ich war eigentlich nur noch ein wenig Luft schnappen. Oh, Dan, ich habe Angst. Richtige Angst. Kannst du nicht vielleicht mit deinem Mini-Funkgerät in deinem Medaillon versuchen, Steve zu erreichen? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass das nur ein Empfänger ist, auf dem ich nur angefunkt werden kann? Und das auch nur auf einer Geheimfrequenz. Aber wenn es dich beruhigt, dann funke ich morgen vom Kapitän aus. Dan? Ja. Dan, ich hab Angst. Na, dann komm schon rüber, Mädel. Tja, dann kam wohl die seltsamste Nacht meines Lebens. Albträume ungeahnten Ausmaßes plagten mich. Mein Unterbewusstsein erahnte es längst. Alins Küsse waren keine normalen Küsse. Schweißgebadet wachte ich auf. Hey, wach auf! Dan, was ist denn los? Was ist denn? Du hast geschrien. Geschrien? Was denn? Ich hab das nicht so genau verstanden, aber es klang wie... Ja, herein! Keroma! Ich glaube, er will, dass wir mit an Deck kommen. Ja, geh schon. Wir ziehen uns nur etwas an. Er will uns irgendetwas zeigen. Er legt mit dem Tau ein Pentagramm? Keroma! Keroma, mach, dass du unter Deck kommst. Ich dachte, Keroma sei taubstumm. Er ist ein Verbrecher. Und was heißt das? Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um das Schiff kümmern. Sag mal, Dan, was heißt, er war ein Verbrecher? Nun, ganz einfach gesagt, bei Kerumas Stamm werden Verbrechern die Zungen herausgeschnitten. Nein, Dan. Diese Crew ist niemals von Steve angeheuert worden. Geh sofort zum Kapitän und funke Steve an. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal aus der Sonne. Dann gehe ich eben alleine. Mr. McTallum, funken Sie bitte sofort Mr. Kelly an. Das ist leider nicht möglich. Seit heute Morgen ist unser Funkgerät kaputt. Aber kann es denn keiner reparieren? Nun, wir geben unser Bestes. Die Reise entwickelte sich mehr und mehr zu einem Albtraum. Ich merkte, wie es mich unwiderstehlich zu Aline hinzog. Die Sonne wurde mir immer unerträglicher. Immer öfter schlief ich tagsüber und traf mich nachts, wenn Ataxa schlief, mit Aline in ihrer Kabine. Komm, Dan. Komm näher. Heute sollst du die ganze Nacht bei mir bleiben. Aline, so geht das doch nicht weiter. Ich glaube, ich sollte mal mit Ataxa reden. Komm, Dan, komm. Oh. Wer ist das? Ich habe niemanden gesehen. Komm her. Da, am Bullauge. Das ist Keroma. Ah, du siehst Gespenster. Nein, irgendwas geschieht hier. Ataxa, ich muss zu Ataxa. Bleib hier, Nein, ich muss zu Ataxa.
dieser widerliche Taubstumme. Das war das letzte Mal, dass du mich gestört hast. Solche Angst. Dieser Keruma war hier. Keruma war hier? Hat er dich bedroht? Nein, er gestikulierte nur und deutete auf meinen Hals und auf dein Bett. Und dann stürzte er wieder hinaus. Und dann dieser Singsang. Hörst du das nicht? Welcher Singsang? Was ist los mit dir? Das musst du doch hören. Ich hole unser Inka-Kreuz. Warte hier. Nein! Ich kann es nicht anfassen. Dann hatte ich doch recht. Diese Aline ist... Was war das? Schnell an Deck. Ich glaube, ich weiß, was da geschieht. Das ist Aline. Und Aline ist ein Vampir. Atemlos stürzten wir aus unserer Kajüte. Was wir sahen, war so grauenhaft, dass Ataxa, die das Inka-Kreuz in ihren Händen hielt, wie vom Blitz getroffen stehen blieb. Keruma lag zerfetzt auf den Planken und über ihm war Aline, die mit blutverschmiertem Maul zu uns aufblickte. Aline war ein Vampir. Nun wisst ihr es also. Ja, dann krass. Und auch du bist schon auf der Reise zu uns. Komm rüber und beteilige dich an diesem Mahl. Nein, Dan, bitte, bitte, geh nicht. Nimm das Kreuz. Nein, ich kann nicht. Du hast ihn schon in deinem Bann. Aber... soviel ich weiß, kann man den Bann brechen, indem man den beseitigt, der ihn veranlasst hat. Sieh das Sonnenkreuz der Inkas. Nun geh dahin, wohin kein Untoter gehen kann. Das Wasser ist dein Ende. Jetzt weiß ich auch, warum diese Schlampe nie schwimmen gehen wollte. Mein Gott. Ich bin wie von einer Last befreit. Es ist nicht zu fassen, in welcher Gestalt das Böse lauert. Oh, Dan, ich glaube, es ist vorbei. Wieso ist es auf einmal so still? Bemerkst du das? Keine Möwe, kein Wind, nichts. Ja. Ihr glaubt wohl, weil ihr einen kleinen Vampir besiegt habt, seid ihr gerettet. Diese Reise wird für euch nie zu Ende gehen. Ataxa. Diese Stimme. Unser Kapitän ist Meltemor, der Dämon. Natürlich deshalb auch der Name Brett McTellum. Ja, Sie müssen ja immer Ihre Buchstaben in Ihren weltlichen Namen einbringen. Und wir sind jetzt allein mit ihm auf diesem Boot. Aber das Kreuz, es kann ihn vernichten. Nicht auf See.
Hier kann es uns nur einen gewissen Schutz geben. Oh Gott, Dan, er kommt! Endlich, Dan Cross. Die Stunde der Abrechnung. Halt, Dämon! Sieh das Kreuz! Gut. Einmal muss man am Malien um was brüsten. Was macht ihr da? Wenn mich nicht alles täuscht, beschwört er die Untoten der Meere. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Woher kommt plötzlich dieser Sturm? Und da, ein Schiff. Es leuchtet grün. Ziemlich weit weg, aber es hält direkt auf uns zu. Was ist das? Mein Empfänger. Das ist Steve. Dan, Achtung, auf der Santa Maria! Auf der Santa Maria ist... Was will er uns sagen? Euer Ende naht. Dan, schau, was ist das? Oh nein! Gott, das sind Millionen von kleinen Krebsen. Sie überschwemmen das Schiff. Wir haben keine andere Chance. Los, wir müssen auf das andere Schiff. Das Kreuz, nimm das Kreuz. Ich kann wirklich noch nicht. Steck es in deinen Gürtel. Los, über Bord! Heißt sie willkommen auf dem Dämonenschiff. Nach einer längeren Zeit erreichten Ataxa und ich das Schiff. Ein phosphorisierendes Leuchten zeigte uns den Weg. Seltsamerweise tobte ein regelrechter Sturm direkt um das Schiff. Darüber hinaus war die Außenwand wie bemoost und sehr glitschig. Ach, geschafft. Komm, reich mir deinen Arm. Ja. Dan, hörst du mich? Auf der Santa Maria befinden sich 2 Tonnen Sprengstoff. Achtung, hochexplosiv. Oh Gott, hast du das gehört? Das Schiff steuert direkt auf die Santa Maria zu. Da, das Ruder. Warte, ich versuche eine Kursänderung. Das Ruder geht nicht, es bewegt sich nicht. Komm, wir müssen unter Deck, vielleicht ist es nur verklemmt. Ja. Unter Deck empfing uns ein widerlicher Geruch. Ein Zwischending aus Salz, Moder und Verwesung. Seltsamerweise war es hier still. Totenstill. Es ist unheimlich. Wie eine schwimmende Gruft. Hier, schau. Das muss die Kapitänskajüte gewesen sein. Oh nein! Das muss die Besatzung gewesen sein. Oh Gott, Skelette, wohin man sieht, Skelette! Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Beschreibung. Sieh mal, das Logbuch. Letzte Eintragung, 17. März 1936.
10 Uhr. Heute den ganzen Tag kein Wind. Seltsamerweise auch keine Möwen. 11 Uhr. Schiff schiebt sich längsseits. 11.15 Uhr. Der Himmel steht uns bei. Es sind so... Was glaubst du, was er schreiben wollte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir das Steuer blockieren müssen. Los, in die unteren Räume, komm! Mein Gott, dieses Leuchten und dieser Gestank! Los, hier hinunter. Wir müssen an das Heck des Schiffes kommen. Dan, Achtung, Dan! Auf der Santa Maria sind 2 Tonnen hochexplosiven Sprengstoffs gelagert. Dan, mein Gott, hörst du mich? Dan! Dan, schnell zum Heck. Wir müssen das Schiff von dem Kurs abbringen. Hier ist eine Tür. Warte, ich sehe nach. Ah! Oh nein, ich kann nicht mehr. Was war das so schnell? Schätze, das war auch mal ein Besatzungsboot. Schau nur. Oh, wie er zerfressen ist. Was ist dir nur geschehen? Oh, hier, nimm das Kreuz. Oh, ich hab Angst. Ich kann nicht, noch nicht. Komm hier entlang. Es war ein Albtraum. Ein grüner, schleimiger Arm hatte nach Ataxa gegriffen und wie aus dem Meer gewachsen, standen 7 grüne Gestalten vor uns. Blitzschnell riss ich Ataxa von dem Arm los und verbarrikadierte mich mit ihr in einem kleineren Raum am Bug des Schiffes. Scheinbar war diesen Zombiewesen aus der Tiefe des Meeres auch nicht mit unserem Sonnenkreuz beizukommen. Wertvolle Sekunden verstrichen. Und dann begann der Angriff der Zombies. Krachend durchschlugen ihre klauenartigen Hände die Planken der Tür. Dan! Dan, wir sind verloren! Nimm das Kreuz! Es hilft nichts! Aber hier, schau, die Axt! Gib her! Lang konnten die morschen Planken nicht standhalten und bald schoben sich grüne, schleimige Arme hindurch und streckten sich gierig nach uns aus. Mit der Axt hieb ich die nach uns greifenden Klauen ab, während Ataxa sich zitternd in eine Ecke kauerte. Mir schien es, als würde diese Nacht nie zu Ende gehen. Dan, sieh nur! Was ist denn? Dan, die abgeschlagenen Klauen! Was ist damit? Oh, Dan, sie kriechen auf mich zu! Mein Gott, jetzt wird sie auch noch ohnmächtig. Warte, Ataxa, ich komme! Irgendwo wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ataxa lag ohnmächtig in der Kabine. Draußen drängten die Zombies gegen die Tür und diese widerlichen Klauen krochen wie Ungeziefer auf uns zu. Ich hob Ataxa vom Boden hoch und stieg mit ihr auf eine Erhöhung in der Kabine, nur noch hoffend, dass das Ende so gnädig und schnell wie möglich eintreten möge, als mit einem lauten Bersten die Planken unter unseren Füßen zersplitterten und wir platschend im untersten Deck landeten, wo das Wasser knöcheltief im Boot stand. Oh, Dan, was ist geschehen?
die Clown. Oh, diese fürchterlichen Clown. Schon gut, Ataxa, beruhige dich. Du warst ohnmächtig. Wir sind durchgebrochen. Aber hier sind wir im Unterdeck gelandet. Denn das Kreuz, wieso hilft denn das Kreuz nur nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ich glaube, weil wir kein Land unter den Füßen haben. Fühlst du auch diese seltsame Ruhe? Diese bedrückende Stille hier unten? Denn da, zwei riesige Augen. Denn bitte halt das Kreuz ganz fest. Ataxa, ich kann nicht. Ich kann noch nicht. Dann muss ich es festhalten. Ganz, 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 ganz festhalten. Sonst sind wir verloren. Oh, diese furchtbaren Augen. Wie gefällt euch meine kleine Überraschung? Willkommen auf meiner Yacht, dem schwimmenden Tempel des Bösen. Jahrtausende sind zu wenig, um euch die Qualen erdulden zu lassen, die ihr verdient. Denn wer sich der Sache Melthemors entgegenstellt, verdient mehr als 1000 Tode. Dan Cross, du warst fast einer von uns. Doch nun stellst du dich gegen mich. Komm zu uns. Du gehörst doch schon zu uns. Komm zu den Augen des Bösen. Komm denn, komm. Nein, ich kann nicht. Nein. Dan, Dan, nein. Hier ist das Kreuz. Dan, ich beschwöre dich. Oder doch? Ich kann es Bösen. Mein Gott! Sieh in die Wahrheit. Du gehörst zu uns. Ich kann nicht. Dan! Dan, nein, hier nimm das Kreuz. Dan, nicht! Weib, schweig. Du bist nicht mehr existent. Deine Zeit zu beenden bedarf nur eines Liedschlages von mir. Ich will mehr. Ich will einen starken Kämpfer in unserer Sache. Ich will Dan Cross an der Seite unserer Sache. Der Sache des Bösen. Dan, nein! Nein, Dan, hier das Kreuz. Ah, es brennt. Es brennt wie Feuer in meiner Hand. Bitte, bitte, Ataxa, nein. Dan hilft nur noch eins. Dan Cross, Achtung, Dan Cross. An Bord der Santa Maria befinden sich 2 Tonnen hochexplosive Sprengstoff. Dan! Steve, mein alter Freund Steve. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Denn wir müssen zum Ruder. Denn das Ruder! Diese Augen. Diese furchtbaren Augen. Ich habe dir die Hand gereicht, Dan Cross. Die Hand der Unendlichkeit. Meine Geduld ist am Ende. Kommt, ihr Kreaturen des Meeres. Wer nicht mit uns ist, kann nur gegen uns sein. Vernichtet diese menschlichen Kreaturen. Dan, wir müssen zum Ruder. Dan, der Sprengstoff.
Halt das Kreuz hoch. Da, sie kommen. Denn wir müssen zum Herrn. Mein Gott, diese schleimigen grünen Körper. Das Kreuz, Atanza, halt das Kreuz hoch. Ja, ja, Dan, sie reagieren nicht. Ich kann sie nicht schnappen. Dan, bitte, nimm du das Kreuz. Nein, ich kann nicht. Oh mein Gott, du hast das Kreuz ins Wasser fallen lassen. Nein. Sie zerfließen! Sie lösen sich ab! Oh Gott! Oh Gott! Das Kreuz hat nur Wirkung im Element, in dem diese fürchterlichen Wesen leben. Das Wasser in Verbindung mit dem Kreuz. Das war's also. Schnell zu Mac! Das Ruder! Zu Du wolltest keiner von uns sein. So geht denn den Weg alles Sterblichen. Denn das Ruder... Da! Wir müssen versuchen, es zu... Da liegt ein Fremder. Scheint ein Schiffbrüchiger zu sein. Was hält er so fest umklammert? Sieht aus wie ein Kreuz. Hey! Hey! Aufwachen! Hallo! Wie heißen Sie? Wir sind hier auf Haiti. Mein pinker Kreuz. Mein Kreuz. Wo ist der Taxa?